ein herzliches Willkommen an unseren Bürgermeister Johann Kumpner aus Strengberg. Auch erstmal ein Dankeschön, dass du da bist. Freut mich. Und ich würde gerne fragen, wie siehst du die Messe, wie fällt dir die Fälle des Jahrhundertsklappen, was sagst du damit? Ja, das Heringsklappen ist sicher eine sehr gute gelungene Veranstaltung und es ist einfach auch wichtig, dass man sich der Jugend präsentiert, welche Möglichkeiten sie haben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Es ist nämlich heutzutage sehr wichtig, dass man die Lehrberufe wieder mehr forciert. Also ich sage immer, ein guter Lehrberuf ist weit mehr wie ein schlechtes Studium. Da haben Sie sicher recht, das stimmt ganz sicher und die studiert haben, die finden sich dann vielleicht auch gar nicht im Arbeitsleben am Anfang zurecht, weil es sich die Praxis oft fühlt. Also da bin ich auf jeden Fall mit mir. Sie sehen das wirtschaftliche Potenzial erwertet. Das wirtschaftliche Potenzial ist sicher gegeben, auch bei uns im Heinz-Donau-Winkel, im Westwinkelbereich und überhaupt im ganzen Bezirk. Wir sind ja ein ganz starker wirtschaftlicher Bezirk Amstetten mit dem Faktor Amstetten. Und es ist einfach wichtig, dass auch unsere Betriebe Lehrlinge kriegen und auch eigentlich im Handwerk sich eigentlich immer wieder Leute finden, die sich damit beschäftigen. Darf ich auch fragen, was ihr als Gemeinde dazu für die Lehrlingsausbildung? Gibt es da von eurer Seite her Initiativen oder Unterstützung? Oder gibt es irgendwas, was ihr dem Fachkräftemangel entgegen wird? Also wir als Gemeinde Strengberg haben auch für sich diesbezüglich kein Programm, aber wir unterstützen natürlich auch finanziell die heutige Veranstaltung. Das haben wir vielen herzlichen Dank dafür. Danke.